Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Edition Tech Tutorial. Ich habe tatsächlich einen Namen gefunden, ihr könnt euch freuen. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Weltenvorlagen erstellen kann in Minecraft Bedrock. Und Weltenvorlagen an sich sind ziemlich nützlich. Ihr könnt damit quasi unendlich oft dieselbe Welt neu erstellen. Das macht natürlich am meisten Sinn für flache Welten. Aber das funktioniert mit absolut allen Welten. Das heißt, ihr könnt auch Überlebenswelten nehmen, auch wenn es da weniger Sinn macht. Es funktioniert, ja. Und ich möchte euch heute eben zeigen, wie das Ganze funktioniert. In der letzten Folge haben wir hier eine neue Testwelt erstellt. Damit werden wir heute eine Weltenvorlage machen. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, schaut sie euch an. Ich habe da eine Menge Sachen erklärt, die ich jetzt nicht mehr ganz so genau erklären werde, weil ich es eben schon gemacht habe. Und im Grunde gehören die beiden Videos so ein bisschen zusammen. Ich meine, es geht hier um Minecraft-Welten. Also schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. So, stellt euch mal vor, ihr wollt diese Testwelt einfach nochmal haben. Ja? Stellt euch mal vor, ihr habt diese Schichten öfters nötig. Ja? Ihr wollt öfters eine Schicht an Erde, zwei Schichten an Basalt und acht Schichten Kalzit haben. Die logische Option wäre natürlich, man geht hier einfach auf Einstellung, wartet eine Weile und wenn es geladen ist, geht man hier runter und klickt auf Welt kopieren. Macht schon im gewissen Sinne Sinn, ja, aber was ist, wenn ihr hier irgendwelche Einstellungen vornehmen wollt, dann müsstet ihr hier, keine Ahnung, die ganzen Einstellungen vornehmen und dann kopieren oder erst kopieren und dann die Sachen ändern. Und was mit dem Namen, wenn ihr denselben Namen haben wollt oder einen anderen Namen wollt, dann müsst ihr es sowieso erstmal kopieren und dann das wieder ändern. Es sind zwei Schritte, sind zwar nicht viel, aber es geht noch einfacher. Wenn ihr euch jetzt einfach so ganz kurz ein bisschen mehr Mühe macht, könnt ihr das quasi auf ewig deutlich leichter haben. Ja? Ihr seht hier die Redstone-Testzeit. Ich habe euch in der letzten Folge ja gezeigt, wie man sowas macht. Allerdings habe ich das noch ein bisschen weitergeführt, nämlich habe ich daraus auch eine Weltenvorlage gemacht. Zwar, wenn wir hier auf Neu erstellen klicken, dann werden dort Sachen angezeigt. Ihr seht erstmal Werbung, logisch, also Rems Plus Vorlagen und im Marketplace vorgestellte Vorlagen, das, ja, Werbung kennt man halt. Aber hier unten gibt es importierte Vorlagen, ja, und davon gibt es hier vier Stück, darunter eben auch Redstone Testzeit, bitteschön. Aber auch Empty Void, Better Superflat und Flat World. Ich will die mal ganz kurz erklären. Die sind übrigens alle in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr die auch haben wollt, dann könnt ihr es einfach herunterladen. Ja? Redstone Testzeit ist ziemlich logisch. 128 Blöcke Sandstein. Empty Void, auch logisch, ist einfach leer. Ja? Eine komplett leere Welt. Better Superflat, das ist quasi eine Schicht Gras, drei Schichten Erde, 60 Schichten Stein und 64 Schichten Tiefenschiefer. Und zu guter Letzt haben wir Flat World. Das ist dann eben wie die normale flache Welt nur nach oben verschoben, damit kein Slime auf der Oberfläche spawnen kann. Und heute möchte ich eine weitere machen, nämlich von unserer Testwelt will ich eine Vorlage machen, damit man die hier auch öfters nutzen kann. Wir schauen uns einfach mal an, wie das funktioniert und ich würde sagen, wir machen das einfach mal mit Better Superflat, da die Welt wahrscheinlich am interessantesten von allen ist. Wenn ihr oben links hinschaut, dann seht ihr tatsächlich aus Vorlage erstellen. Ja, wir erstellen hier nicht einfach nur eine neue Welt, sondern wir kopieren quasi eine existierende Welt und wir können auch direkt die ganzen Sachen ändern, also eben nur ein Schritt und nicht zwei. Wir können jetzt hier alle möglichen Sachen ändern, keine Ahnung, irgendwas, ist an sich egal. Wir werden hier mal den Kreativmodus machen, damit wir herumfliegen können und dann können wir auch einfach die Welt erstellen. So, und da haben wir eine brandneue Welt. Ja, einfach eine flache Welt im Grunde. Mit der Ausnahme quasi, dass wir hier nach drei Blöcken schon Stein haben, anstatt Grundgestein. Und wir können uns hier einfach bis ganz nach unten buddeln, bis auf die Höhe 0. Und dort finden wir dann eben den Tiefenschiefer. Und ja, es ist ganz schön tief. Da kann man auf jeden Fall eine ganze Menge im Untergrund bauen. Keine Ahnung, irgendwelche eigenen Höhlen. Es gibt hier natürlich keine Höhlen. Ist ja eine flache Welt. Aber an sich
kann man hiermit eine ganze Menge anfangen. So, damit wir das Ganze beginnen können, müssen wir erstmal natürlich wieder Minecraft verlassen. Heißt, tschüss Minecraft, bis später. Dann gehen wir rüber in unseren Dateimanager. Auf Android wird das Z-Archiver sein. Link ist in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf iOS seid, könnt ihr Documents benutzen. Link ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Wenn ihr auf Windows seid, dann habt ihr schon den eigenen Dateimanager. Da braucht ihr gar nichts anderes. Und ja, jedenfalls, wir haben hier eine neue Datei, die ihr noch nicht kennt. Das ist ein sogenanntes Manifest. Und dieses Manifest ist unglaublich wichtig, wenn man in Minecraft quasi eigene Sachen machen möchte, bis auf jetzt die Welten, die wir hatten. Damit definiert man quasi jedes Paket in Minecraft Bedrock. Ja, also es ist unglaublich wichtig für Ressourcenpakete, für Verhaltenspakete, Strukturenpakete und eben auch Weltenvorlagen. Da braucht man einfach eins und ein Link dazu ist auch wieder in der Videobeschreibung und ihr könnt es euch einfach mal runterladen. Wir schauen uns das gleich an. Erstmal müssen wir das verschieben. Ihr könnt es kopieren oder ausschneiden, wenn ihr mehrere machen wollt, würde ich das einfach kopieren. Ich werde das hier einfach mal ausschneiden. Ich mache es ja eh nur einmal. Dann gehen wir zum Minecraft-Ordner. Alle Ordnerorte sind in der Videobeschreibung. Die werde ich jetzt nicht nochmal genauer erklären. Wenn ihr da Probleme habt, schaut euch das letzte Video an. Da wird das nochmal ein bisschen genauer erklärt. Ich habe mir das hier abgespeichert und ich würde es euch auch empfehlen, das einmal zu machen. Dann kommt man ganz schnell hier in den Minecraft-Ordner rein. Jedenfalls seht ihr zum Beispiel den Minecraft-Worlds-Ordner. Da waren wir beim letzten Mal drin. Diesmal gehen wir hier aber unten in World Templates rein. Es kann gut sein, dass der bei euch nicht existiert, denn ihr habt wahrscheinlich noch keine Weltenvorlagen, wenn ihr das Video hier schaut. Ich habe das schon. Wenn ihr es nicht habt, dann erstellt einfach einen Ordner mit dem Namen. Dann klickt einfach mal drauf und ihr seht, wir haben hier direkt vier Vorlagen, eben die vier, die ich euch eben gezeigt habe. Jedenfalls speichern wir erstmal das Manifest hier drin ab und dann können wir das auch einfach mal öffnen. Wenn ihr auf Android seid, dann sollte sich Quick Edit öffnen. Ein Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und wenn ihr auf iOS seid, dann könnt ihr Coder benutzen, das ist auch in der Videobeschreibung. Und zu guter Letzt, wenn ihr auf Windows seid, dann habt ihr ja schon den Notepad. Ja, Notepad heißt es. Oder irgendeinen anderen Dateieditor, da ist ja relativ leicht, welche zu bekommen. Jedenfalls, ich habe mir das Manifest und ich möchte da ein bisschen genauer durchgehen. Die meisten Tutorials sagen einfach, ja, pack da einen Namen rein, da eine neue ID und fertig. Ich möchte ein bisschen genauer erklären, wenn es euch nicht interessiert, spult ein bisschen vor, aber ich werde das hier einfach mal machen. Als allererstes haben wir die Formatversion. Das ist hier die zweite Version. Wenn ihr in Version vor der 1.14 spielt, dann braucht ihr die Version 1. Aber hier in der 1.19.83 bzw. 80 allgemein gibt es die Formatversion 2. In Zukunft kann es auch die Formatversion 3 geben. Also müsst ihr euch mal ja, ein bisschen umschauen. Ich kann es euch natürlich nicht vorausgeben. In der momentanen Version ist es halt 2. Dann haben wir den Header. Der ist quasi wichtig für das Paket selber. Der gibt quasi wichtige Informationen an, wie unter anderem den Namen. Der wird dann eben als, naja, als Weltenname angezeigt. An sich ist es ein Paket, aber in diesem Fall ist es eine Weltenvorlage. Ich würde das einfach mal ändern. Ihr könnt eigentlich absolut jeden Namen reinklatschen, den ihr wollt. Ich benutze einfach den ursprünglichen Weltennamen. Das macht es so ein bisschen leichter. Ja. Dann haben wir Log Template Options. In diesem Fall ist es False. Es gibt zwei Optionen, True und False, was im Grunde wahr bzw. falsch bedeutet. Und damit kann man quasi die Einstellungen, die quasi verfügbar sind, quasi blockieren. Wenn ihr von der Vorlage eine neue Welt erstellt, dann könnt ihr einen Haufen Sachen verändern, wie wenn ihr auch normal eine neue Welt erstellt. Und wenn ihr das auf True setzt, dann könnt ihr das blockieren. Ja, dann kann man gar nichts mehr ändern. Ich glaube, bis auf den Namen zumindest nichts ändern. Beim Namen bin ich mir halt nicht ganz so sicher, deshalb müssen wir mal ausprobieren. Jedenfalls, ich würde das an eurer Stelle auf False lassen, insbesondere wenn ihr hier so eine flache Welt benutzt, die ihr immer wieder und immer wieder benutzen wollt und Sachen da drin verändern wollt, dann würde ich euch einfach empfehlen, lasst es auf False.
Dann haben wir die UUID, die identifiziert quasi das Paket und lässt Minecraft dieses Paket von anderen Paketen unterscheiden. Und diese sollte einzigartig sein, heißt, kein anderes Paket sollte irgendwo irgendwie dieselbe ID haben. Ja? Wenn ihr mehrere von diesen Manifests kopiert und mehrere Welten erstellen wollt, dann müsst ihr diese ID ändern. Ja? Auch unten unter Modules die UUID müsst ihr genauso ändern. Falls ihr neue IDs braucht, dann kann ich euch das zeigen. Wir gehen einfach mal rüber hier zu Opera oder jeglichen Browser, den ihr haben wollt. Und dort gibt es eine ganz einfache Website, die heißt uuidgenerator.net, Link in der Videobeschreibung. Und dort bekommt ihr eben hier eure UUIDs, die könnt ihr kopieren, wenn ihr eine weitere braucht, einfach die Seite neu laden und schon habt ihr eine weitere. Ich werde jetzt hier keine neuen UUIDs reinmachen, denn wir haben schon quasi neue reingemacht, beziehungsweise ich habe das vor der Folge gemacht, aber an sich könnt ihr das einfach markieren und quasi alles innerhalb dieser Anführungszeichen und die neue ID einfügen. So, dann haben wir die Version. Das ist quasi relativ unnötig bei Weltenvorlagen, da man das nur einmal macht. Aber wenn ihr ein Texturenpaket oder ein Verhaltenspaket macht, dann könnt ihr den Leuten damit zeigen, hey, das ist die neueste Version oder hey, das ist eine ältere Version. Schaut es euch einfach mal an. Hier in diesem Fall ist es unnötig. Deshalb einfach 1,0,0, dann war es das auch im Grunde. Dann haben wir Basegame Version, das ist quasi die minimale Version, die benötigt wird, um das Spiel bzw. die Weltenvorlage zu spielen. Wenn ihr natürlich irgendwelche besonderen Blöcke habt, die nur in dieser Version erst vorkommen, wie zum Beispiel die ganzen Skulk-Blöcke, die in der 1.19 hinzugekommen sind, dann müsst ihr natürlich diese Version nehmen. Wenn ihr ältere Versionen habt, wie zum Beispiel die Testwelt, die braucht natürlich mindestens die 1.17 an sich, wegen den Kalzitblöcken. Also theoretisch könnte man dort auch eine ältere Version reinschreiben. Achtet eben darauf, dass wenn ihr da die 1.13 zum Beispiel oder eine ältere Version reinschreibt, dann braucht ihr hier oben die Formatversion 1 statt 2. Dann haben wir Modules und das ist quasi eine Liste. In dieser Liste haben wir nur ein einzelnes Modul. Theoretisch können da noch mehr rein. Wenn ihr ein Add-on macht oder so, dann müssen da zum Beispiel Ressourcen- und Verhaltenspakete drin sein. Ihr könnt auch, ja, keine Ahnung, Strukturenpakete reinpacken, Weltenvorlagen, alles Mögliche. Und in diesem Fall gibt es nur eins, nämlich das ist vom Typ World Template. Wenn ihr Ressourcenpakete macht, dann müsst ihr Resource reinschreiben. Wenn ihr Verhaltenspakete oder Strukturenpakete macht, dann müsst ihr Data reinschreiben. Dann wieder eine weitere UUID, genauso wie zuvor. Wenn ihr es mehrmals macht, packt eine neue ID rein. Ansonsten braucht ihr das nicht. Und auch wieder die Version. Relativ unnötig, braucht man eigentlich nicht. So, einmal zusammenfassen, was haben wir gemacht? Naja, wir haben den Namen geändert, zu irgendeinem Namen, den ihr haben wollt. Ich habe das hier zum Weltennamen gemacht. Und wenn ihr es mehrmals machen wollt, dann ändert auf jeden Fall die UUIDs. So, wir speichern das Ganze einfach mal. Und dann gehen wir zurück zu Z-Archiver. Und wir haben jetzt unser Manifest, aber das Manifest selber ist noch keine Weltenvorlage. Denn ihr seht, wir haben hier Ordner. Das heißt, wir müssen das theoretisch in einen Ordner reinpacken. Aber wenn wir uns hier zum Beispiel Redzone Testzeit anschauen, dann seht ihr, wir haben eine Level.dat-Datei, Level Name und dann schließlich das Manifest und eine, ja, ein Bild, ein Vorschaubild von der Welt. Also wir brauchen im Grunde eine Weltendatei bzw. einen Weltenordner. Dazu gehen wir hier einmal in den Überordner, also in den Haupt-Minecraft-Spielordner und gehen in Minecraft Worlds rein. Und dann sucht ihr euch eine Welt aus. Wie gesagt, das funktioniert mit allen. Ich nehme hier einfach den neuen Ordner, den wir in der letzten Folge uns geholt haben. Man kann es kopieren, man kann es ausschneiden. Wenn es ausschneidet, ist die Welt nicht mehr verfügbar. Ich kopiere es einfach mal, dann haben wir gleich schon mal eine quasi fertig. Wir gehen wieder in World Templates rein und speichern den Ordner ab. Dann nehmen wir das Manifest, wir schneiden es aus, gehen in den Ordner und speichern es. Und damit haben wir im Grunde eine Vorlage. Ja, das war's. Es war ziemlich einfach. Wir mussten einfach nur die Welt finden, sie in den World Templates Ordner reinmachen, ein Manifest machen, den Namen ändern, IDs ändern und dann in den Ordner auch reinmachen. Ihr seht übrigens hier diesen DB-Ordner. Wenn wir den mal öffnen, dann
sind da so ein Haufen Dateien, die ja relativ uninteressant sind. Aber hier zum Beispiel in dieser Log-Datei, da werden Veränderungen gespeichert, die wir an der Welt vorgenommen haben. Wie zum Beispiel, wir haben die Kiste und die vier Fackeln abgebaut und haben dann unser Inventar geleert, wir haben uns bewegt und so weiter und so fort. Wenn man die Ordner löscht, dann werden quasi die ganzen Sachen, die ihr in der Welt gemacht habt, zurückgesetzt. Zum Beispiel in der Survival-Welt würdet ihr wieder ganz von vorne anfangen, was nicht unbedingt interessant ist. Also ihr könnt es löschen. In den meisten Fällen würde ich euch empfehlen, das nicht zu machen. Dann haben wir level.datold. Das ist quasi, wenn Minecraft eine neue Version von der level.dat-Datei macht, dann wird die andere einfach umbenannt zu level.datold. Kann man an sich löschen. Minecraft nutzt die nicht mehr weiter, die wird einfach nur noch abgespeichert. Aber ich lasse es jetzt hier einfach. Das sind nur 2,61 Kilobyte, das ist kaum Daten, also relativ unnötig. So, Level Name ist natürlich, da ist der Name drin, der Welt. Aber an sich auch relativ relevant. So, damit haben wir das Ganze. Wir müssen jetzt einfach Minecraft neu starten und dann sollten wir die Weltenvorlage sehen. So, Minecraft wurde einmal neu gestartet. Wir klicken einfach mal auf Spielen. Und dann seht ihr, die Testwelt wird hier noch angezeigt. Wenn ihr es ausgeschnitten habt, dann könnt ihr die natürlich hier nicht mehr sehen. Dann ist sie ja nicht mehr verfügbar. Jedenfalls, wir klicken hier auf Neu erstellen, gehen wieder an der Werbung vorbei und auf Mehr entdecken. Und ihr könnt direkt sehen, hier ist die Testvorlage. Das heißt, alles hat funktioniert. Und wenn wir jetzt hier einfach mal draufklicken, dann wird eine neue Welt anhand dieser Vorlage erstellt. Wir können jetzt hier einige Sachen natürlich ändern, wie wenn wir eine neue Welt erstellen. Wenn ihr im Manifest sagt, Log Template Options True, dann könnt ihr hiervon gar nichts mehr ändern, könnt ihr nur die Welt so spielen, wie sie ist, und zwar im Kreativmodus und mit der einfachen Schwierigkeit. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal auf Erstellen und schauen uns mal an, ob die Welt korrekt erstellt wird. So, da haben wir gerade eine neue Welt erstellt. Ihr seht, die Chunks werden hier noch hinter mir geladen. Und ihr seht, das ist überall einfach nur Erde. Also, das hat auf jeden Fall geklappt. Schauen wir uns mal die unteren Schichten an. Da haben wir zweimal unseren Basalt. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und da fallen wir aus der Welt. Achtmal unseren Kalzit. Heißt, es hat alles funktioniert. Wir können jetzt diese Welt unendlich oft neu öffnen, beziehungsweise unendlich oft neue Welten erstellen. Und das war es auch im Grunde mit dem Tutorial. Ihr seht auch, da sind jetzt zwei Testwelten, die behalten natürlich den Namen bei, was natürlich ganz interessant ist. Und ihr müsst jetzt auch nicht mehr weiter irgendwelche Welten hier in der Weltenübersicht behalten, damit ihr die andauernd neu kopieren könnt, sondern mit den Weltenvorlagen ist das alles schön ordentlich quasi in einen neuen Ordner quasi reingepackt worden, wo man das dann immer kopieren kann. So, das war's mit dem Tutorial. In der nächsten Folge schauen wir uns mal die Strukturpakete an und wir schauen uns an, wie man die Strukturblöcke auf Mobile zum Laufen bekommt, denn ist ein bisschen unfair zwischen der Windows 10 Edition und Mobile. Dazu kommen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!